Komisch. Naja. Nach hinten. Light, light. Light, light, medium, light. Ja, vergesse ich wieder was. Light, light, okay. Light, medium, light. Nicht getroffen, der Letzte. Ah! Warum trifft der Letzte nicht? Ah, ich mache einen zu viel, okay. Vielleicht auch mal nicht halt, vielleicht mal nur so. Was vergesse ich denn? Ich mache doch eigentlich alles. Light Kick, Light Punch, Medium Kick, Light Kick. Da haben wir's. Das muss langsam ausgeführt werden. Schnell eingegeben. Reign of Terror ist der. Kurz vielleicht nochmal. Ja, der muss langsam eingegeben werden. Dann hatten wir noch den. Kann man sich wirklich super leicht merken. Was haben wir denn da? Springen, Heavy Tritt in Schlag und dann Misstep. Mit Rising Uppercut. Ich frag mich, wie ich danach Misstep machen soll. Boah, das sah auch ziemlich geil aus. Ich muss hocken. Kommt er zwar irgendwie angescheuert, aber wollen ja den Misstep machen. Den hier. Zack. Das ist es nicht. Aber ich liebe diese Combo. Ne, wie war das gar nicht? So. Ziemlich geil. Oh, ich mag Katsu ja schon. Da sind wirklich sehr viele Sachen drauf. Was ist, wenn wir das sehen? Das hier? Ja, das geht sogar. Guck mal. Kann man wunderbar machen. Zack, 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 zack. Oh ja, sehr schön, sehr schön. Arsch viel Schaden. Okay, zurück zur Combo. Krieg den Misstep danach nicht hin. Macht zwar so einen Schlag, aber ist es ja nicht. Ich weiß, dass ich die Combo nicht vorführen lassen kann oder so. So viel Zeit danach habe ich gar nicht. Tricky, tricky, tricky. Nichtsdestotrotz einfach mal weiter. Katsuya gefällt mir schon mal sehr gut, weil seine Kombos wirklich einfach sind. Hier wieder langsam ausführen. Man sie wirklich nicht aus der Ruhe bringen lassen, dann hat man noch den. Wir sind zu spät. Hat er hier noch irgendwie. Ja, wir haben ja keinen Partner gerade. Jetzt haben wir jetzt das Slaughterhook. Light Punch. Medium. Medium, Medium. Medium, Medium Light, so. Medium, Medium Light. Wäre die Combo, die letzte. Das ist Slaughterhook. Wow. Das ist echt krass.
auch gar nicht mal so schlecht. Next step, Pressing Uppercut, Devil Beam. Trifft? Ja! Clear! Springen, Heavy Schlag, Hocken, Mittler Schlag, Mittler Tritt. Hm, ich krieg den Tritt nicht raus. Jetzt. Geht den Rising Sun. Das ist Rising Sun. Das kann kein Problem sein. Okay. Nee, das war zu langsam. Das ist die leichte. Es gibt eine mittlere und die leichte Attacke. Da gibt es nur einen Tritt. Da gibt es zwei. Und bei der Heavy-Attacke ist noch ein Tritt dazu. Sollten wir vielleicht die Heavy-Attacke nehmen. Aber steht aber Light. Okay. Dann Light. So langsam. Ja, zu langsam. Und die falsche Attacke. Nicht getroffen. Wow. Bin zu langsam. Zu langsam wieder. Ne, das war jetzt die mittlere Attacke. Die Combo war gut, aber das war die mittlere. Nicht die leichte. Wie will er das danach nie machen? Nee. Wird immer schwerer. Agony Spear. Light, Light, Medium. Light, Light, Medium. Boah, den Misstep danach hinzukriegen, ist ein bisschen knackig. Ah, da haben wir's. In den Rising Uppercut. Na gut. Wir haben schon viel mit Katzenjahr gemacht eigentlich. Ich müsste eigentlich mit noch einem Charakter was lernen. Auf jeden Fall werde ich schon mal mit Katzenjahr spielen. Der ist wirklich sehr geil. Gucken wir mal kurz. Katzenjahr nehme ich noch dazu. Hm. Katzenjahr auf jeden Fall. Der ist cool. Vielleicht Steve, bin mir noch nicht sicher. Vielleicht auch Ryu. Sagat ist übrigens mein Lieblingscharakter aus Street Fighter. Der ist super cool. Okay. Ich springe mal in den Online-Modus.